Wir wecken den Mörser Lurch, Schatz. Das hier ist sehr wichtig. Fabelhaft! Eine Spur, die nicht zu einem Lurchen passt. Und ein Gerät, mit dem man eine Spur fälschen kann. Aber wer ist Mann? Wenn ihr es dann bereich, und gleich noch einmal gründlich absuchen. Oh. Schieb mal den Stein noch ein wenig herum. Das ist doch wohl ganz offensichtlich eine. Ach, wo ist es denn? Aha. Ah! Eine Spur! Was Blitz? Oh Gott, wie langsam wie du, Schatz! Ein Durchfuß ist es nicht. Rund, ebermäßig, ebenmäßig. Eben. Wo ist der Unterschied? Verdickter Rand. Was für ein Wesen mag es sein? Ein Saugnapfabdruck! Ihr habt recht, lieber Freund. Schlimmster Freund scheint eine Fangnahme im Spiel zu haben. Mit Tentakler. Der auf den Deckel, Lauf und im Sand ist das. Schnell, ich fäll mir das Erdreich. Bloß hätte sie nichts verrichten. Jeder muss schon irgendwie weggeschoben oder weggescheuert werden. Hat eben der Stein geleuchtet? Hab doch voll die abwegige Theorie. Voll abwegig die Theorie. Und der Stein verschwindet. Also. Donnerschlag! Einen kompletten Stein weggeschmiggelt! Das sieht mir auch ständig. Gleich Sache! Die Tage stecken in den Mord! Eins wollen mir allerdings Kopf zerbrechen. Was meinst du damit Wesen? Wie kann man nur so leichtfertig sein? Der hat viele Spuren am Tatort hinterlassen. Antwort ist ganz einfach. Wir haben Sicherungen hinterlassen. Sicherung? Uns. Die hab ich schon. Hab ich die schon? Ertreffe diesen Burschen! Attacke! Pfeifen euch selbst. Ich bin eine Melodie zusammen. Hab ich die schon eingeschätzt? Ich denke schon. Ich mach's einfach nochmal. Und dann hau ich mal den Froschsturm raus. Ja, hatte ich schon mal. Feuer und Donnerschläge. Ja, ich nehme natürlich genau das Falsche. Nicht betroffen, ist geblendet, ist geblendet, ist. Würde ich mal sagen, ich mach mal Schwinger. Stampfen. Kugel. Und Flammensturm. Klingt doch gut. Ach, das Dumme halt ein Lied vor sich hin. Der wird eh nicht mehr fertig. Hoffe ich mal. Wenn nicht, könnte es unangenehm werden. Es ist ja geblendet. Das heißt ja, jetzt hat die Melodie fast beendet. Ah, wie immer zu spät natürlich. So, das ist ja erstmal Schock, ne? Oh, nicht das, ich hasse diese Attacke. Gruppenheilung 2. Zweifelt. Oh, ganz toll. Ach komm, nein. Ach, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. War ja klar. Ach, Scheiße. Was soll's, wenn ich schon blind bin. Na toll, jetzt ist sie nicht mehr konfus. Nein! Nein! Ja, schön. Ich habe natürlich gespeichert vorher. Ganz klar. So, dass ich nicht wieder alles machen muss, aber... Ist immer gut, vorher mal zu speichern. Ja, ja, bla bla. Ja, das ist wie in meinem Siedler-Let's Play in der letzten Aufnahme. Da habe ich auch gespeichert. Und so hatte ich überhaupt kein Problem damit, dass es nach einer halben Stunde abgestürzt ist.
Überhaupt gar keins. Aber echt mal gar keins. War es auch nicht irgendwie sarkastisch oder so? Nein. Das ist total ernst. Echt? Hugo. Ich hab's geschafft, den schlechten Witz noch schlechter zu machen. Hey, ich bin göttlich. Ich schlender auch immer weg, wenn ich jemanden umgebracht hab. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, ja, komm schon. Spul mal vor hier. Ja, ja, ich hab's schon kapiert. Ich weiß sogar, was ich machen muss. Ich komme nicht rum. So, jetzt muss ich erstmal ein was schauen. Monster Fable. Null nicht Menschen, nein. Kopf-Tentakler. Ja doch, ich habe schon analysiert. Feuerdonnerschläge. Würde ich sagen, ich schlage dir nochmal ordentlich das Gesicht ein. Das wäre eine eindeutige Verbesserung. Sehen eh aus wie ein Waldbrand, wenn man versucht hat, den Schraubenschlüssel zu löschen. Ja, komm schon. Sind noch bloß drei. Also was war das? Tritte oder Schläge? Ach, scheiß drauf. Flammensturm, Flammenfeuerball. Ich könnte natürlich, obwohl bei 3 lohnt es nicht hier. Und sie ist darf natürlich als erstes. Das passt ja wunderbar. Ah ja, doch, jetzt sitzt jetzt ein. Oh. Wie es einfach mal läuft jetzt. Ja, ja, summ du nur deine Melodie. Machen wir jetzt platt. Sehe ich ganz schön oft ganz mächtig schnell die Return das drückt. Ach na, es geblendet, es geblendet. Toll, jetzt sind sie natürlich alle blind. Kurbart. Markwitz ist wahrscheinlich eh gleich wieder als erster dran. Ja, war klar. Entblendet man erstmal Monster, ne? Nein. Was? Was? Hat er eben nicht seine. Ach nee, konfus, konfus. Mächtig auf, jawohl. Ach ja. Ja, ich hasse es. Schwinger, Stampfen, Truppenheilung 2. Ja, ich muss erstmal heilen, sonst sterben wir noch weg. Heißen macht eh keinen Schaden. Von daher. Gut, hat sich erledigt mit dem. Wir heilen aber sicherlich aber trotzdem nochmal. Kann ja nicht schaden, ne? Oh, er ist auch nicht mehr blind. Na, war doch ganz einfach. Und tschüss. Schau dir beschützen, Richter! Den Tag der Steckung in der jede Schuckentat! Ganz so simpel liegen die nicht, ihr Freunde. Tag haben sie als Christen Herrscher erwiesen. Sagen nur Divide et Impera. Wie wieder jetzt? Pass jetzt! Latein! Moment, Schatz. Also, Divid klingt doch irgendwie nach Abziehen. Imperativ, Singular, nicht? Dieses et, nicht und. Und Güte, bewahren Sie zurück. Heißt Teil und Herrscher. Jawohl! Dem ich den Tag die Felder durch und Schlangen gegeneinander hetzten, Gott die bequeme Rolle des lachenden Dritten angenehm. Sie konnten die Rohstoffe wenigstens ausbeuten, ohne jemals einen ernsthaften Widerstand erwarten zu müssen. Das Haus hast du nur hier Schlangen gesehen. Der Mord war schon ein schlaues Stück Intrigentum. Es ist der Eroberer! Bleibt in der ruhmreichen Feldschlacht! Jetzt können wir das Blatt wenden. Können die Königin unschuldige Lurche beweisen.
Zittert, Marsianer. Heute noch schüttelt euch die Mars, die Venus ab. Oho, eine Kiste. Findest du Granate? Sieh nur, Schatz. Passt sogar in meine Handtasche. Granatöpfchen! Oh, kaum! Sie alle vom Gerät für kleine Frauenhändchen gedacht ist! Wurde. Vorsicht, mein Lieber. Ach, was für ein großes Zahnspiel. Ich habe mich mit kleinen Kinderkram zu begnügen, Richtig! Also gleich, dass du das verstehen wirst! Sablon, ich gehe in Deckung. Was fällt dir ein? Glaub mir nach, du könntest mich mit deiner Rekruten herumkommandieren. Als freie Bürgerin habe ich hier das Recht der Welt, irgendwas für diesen Wampfmann ziehen zu dürfen. Lichtschlag! Dachte, du wärst von dieser liberalen Frauen geheilt? Herr Mann, hat der gemeine Mann Recht auf Waffen? Pah! Dann ist ja gleich der Revolution ergeben! Vielleicht dürfte ich einen Kompromiss anbieten. Weil, Lor, gestatten Sie mir die Frage, können Sie überhaupt mit einem Granate umschießen? Wie nun, nein. Was hat das denn damit zu tun? Sie, lieber Leutnant, halten Frau Lor wirklich für einen revolutionären Unruheherd? Herr Döpfchen, erbiete mir diese Unterstellung! Ein Fein, dann wäre das Problem gelöst. Ach so? Natürlich, Gnädigste. Der Leutnant bringt Ihnen das Schießen mit einem Granate bei. So, das klappt, also selbstverständlich so eine Waffe. Sehen, Sie hatten beide recht. Natürlich hatte ich recht. Ja, bitte! Auf Herr Professor, spiel diesen Punkt zu! Sehr schön, ich wusste, Sie einigen sich. Dann verstaue ich so lange die Waffe, bis Toys damit umzugehen gelernt werden werde. Nimmst endlich den Granate. Da ist es abgemacht. Bei der erstbesten Gelegenheit üben wir. Oh Mann, das ist ja jetzt mal gar nichts. Wir speichern erstmal. Ja, das ist. Gelingen und gezammel! Das schaut ein bisschen raus. Technik! Eingeweide! Uninteressant! Was macht das? Kein Material, Lagerskizzen, Ortsangaben! Einen ganz typischen Bogenschützenposten! Drinnen liegt noch etwas. Ah, eine Art Gebrauchsanweisung. Funktionsweise durchlesen. Sobald ein Sender platziert wurde, kann sein Signal mittels des Holographers aufgefangen und in Bild auf der Röhrenscheibe umgewandelt werden. So werden Dampfpartikel durch den Fab Stäuber geleitet und entsprechend der eingehenden Signale koloriert, bevor sie zur Röhre gelangen. Sind mehrere Sender installiert, ist der Apparat in der Lage, zwischen den Signalen zu wechseln. Dazu dienen die Stellkästen links und rechts. Wir haben für das richtige Gerät entschieden. Vielen Dank für Ihren Kauf. Aha! Bei Irland! Das kann wohl verstanden, richtig, Schatz? Ja, ja! Fürchte, den Mitleid verpasst zu haben! Sender, die Tagladung so Geräte steckt, die diesen Apparat mit Signalen speisen. So, so. Da sind auch irgendwie. Königin Stanzi! Ah, ich war immer so hoch mit der Zeit. Und mein Ton zu Schranken gesprochen wurde, sogleich zur Kenntnis unserer raffinierten Feinde gelangt. Technik-Teufelei! Hab ich den Anfass! Alles, was nur gesprochen haben mögen, und die Tag auf der Stelle erfahren. Ah, sein werden Streich des Häuptlings seinen kriegslüsternen Sohn erfreut vernommen haben. Gleich nochmal runter. Er ist wieder ausgeschaltet, natürlich. Spart sehr viel Energie. Ja, ich spreche es gleich nochmal an. Ja. Gut, lassen wir es ausgeschalten. Spar wenig Strom, ne? Und geh doch mal runter, weil es so lustig war. Und Moment. Nein, geht nicht. Herrschaftszeichen im Tagler. Gut. Scheint es hier gewesen zu sein. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Tja, super, es läuft. Ach ja. Jetzt ist das gewunden. Ja, nein, dann können wir ja weiter toben. Kann man dem nicht irgendwie helfen? Mit Wasser, das hätte man dem helfen können. Sicher. Ich schau mal kurz nach, und nicht, dass ihr da irgendwas verpasst. Ein Quest oder so. 10 Milliarden Erfahrungspunkte. Haha. Kann man nicht helfen. Mir Wasser hätte man ihm helfen können. Halt. Nein. Bevor ich es vergesse. Oder dann möglicherweise nicht mehr kann. Aber den Korb. Ein Schlangenkorb. Verdammt, war die Dinger in Burntime immer teuer. Man konnte sie auch nicht selbst bauen, im Gegensatz zum Beispiel zur Hundefalle.
war schon nicht so eine Sache, ne? Für sich selbst. Ist total unauffällig vor allem. Heiz uns nicht. Der Hof der Schlangen hält die Überraschung. Moment, da steht kein Z statt S. Tja, voll undurchgängig. Ja, wie auch immer. Ich hoffe, die wird zu breit. Ja, viel Bewegung, mir der König nähert. Was sucht ihr hier noch, Fremde? Hab ich gesagt, ihr packt hier nicht mit Mördern. Hey, was hab's? Du bist unschuldig! Was sagst du da? Wag es nicht, mit einem dreisten Lügen zum Land halten zu wollen. Wir können alles beweisen. Ich führt König Sansi an den Tatort und zeigt dir die Belege. Die falsche Spur, den fetten Fälscher und schließt er versteckt einen Tentakler. Gesamten Rückweg spricht Sansi kein Wort. Sie schlängelt sich ernst und schweigsam vor euch her. Doch als sie wieder im Thronsaal anlegt. Ich wurde getäuscht. Ich, die Königin der Intrige, bin auf Inszenierung hereingefallen. Nehmen Sie diesen verhielamigen Betrüger heraus. Sie haben meine Schwester getötet. Sie haben die Herrschaft um ein Reich angemaßt. Wen haben Sie zu einem Opfer ihrer Heimtücke gemacht? Ebenfalls euch, Eure Majestät! Niemand behandelt mich wie ein bloßes Spielzeug, das hin und her geschoben werden darf. Wie meine Rache. Zeigt her, was der Löchenherr schreibt. Herr Brief! Ja, komm schon, lies mich schneller. Dann sei es, sag Amphos, ich werde mich, ja, was auch immer sie wird. Wir stellen ein Heer auf, das die Vielarmee von unserer Welt fegen wird. Steige Ansprache! Wenn wir als treue Kurier Ihre Majestät umgehen auf den Weg machen! Sogar nicht, halt Amphos dabei. Holt mir, was auch immer. So, haben wir jetzt nochmal neue Gesprächsoptionen? Nein. Die hat nicht wieder gesprochen. Ach ja, bla bla bla. Ach, die hört alleine auf. Noch keine Bewegerkennung hier, oder was? Primitive Sensortechnik. Ist ja langweilig. Schnell Durchquerung. Lurche. So. Wir wollen. Was wollen wir denn? Eine ausgezeichnete Frage. Wir wollen darüber und darauf und dann zum Kessel. Mit den Nesseln. was soll gebraut werden? Weiter. Kraftbrühe. Wir brauchen schon Heilmittel, wenn er Kraft hat. Weiter. Wie viel Kraftbrühen habe ich mir? Den schiebe ich noch auf. Dauer 5 MP. Schutzdauer auf 3 MP. Eine Flasche Schnaps. Halt 10 HP. Das ist die Fotografie. So. Das muss auch mal sein, ne? Nicht, dass er wieder durchdreht. Der arme Irre. Dann gehen wir doch rein. Nein, schon gedacht! Schlagen Sie bitte bereit! Was sagt ihr da? Ihr habt tatsächlich geschafft, so viele meiner Boden schon gescheitert sind. Endlich, statt einander zu befehden, werden Lurch und Schlangen ihren wahren Feind bekriegen. Ich habe euch Hilfe bei eurer Heimkehr versprochen und nun sollt ihr sie halten. Kommt, auf uns war ein großer Kampf. Was für ein Krampf. Und so. Sagen sie, Amphos. Wir haben einander viele Wunden geschlagen. Und euch, doch sind wir beide hier, im vergangenen Ast begraben. Brillenschlange. Ja, es gibt einen größeren Feind. Vielleicht war euch nötig, um verfolgen zu werden. Ey, war eher nötig. Vorsicht, der Clown dringt. Vater schüttelt tatsächlich ihre Hand. Ich kann es kaum glauben. Was für ein historischer Augenblick. Sind im Griff, uns mit einem mächtigen Feind zu messen. Wir laufen, dein Plan ist gut. Lass uns zu unserem Plan machen. Komm, Königin, ich werde dir alles erklären. Ihr Fremdlinge aus einer anderen Welt, kommt ebenfalls mit. Und wir haben eh nichts zu tun. Jawohl! Einer bleiben einfach mal stehen, können sich gegenseitig.
Ja, natürlich. Sehr kleiner Turm oder sehr hoher Berg? Ich muss das mal ordentlich gähnen. Ich sollte weniger arbeiten. Da liegt die Feste der Vielarmigen. Wie ich sehe, ist die Fliege des Gefäßes auch immer in den Turm verbunden. Das Felsenschiff, von denen auf die Venus gestürzt sind, möglich, zumindest die schweren Beschädigungen zu einem längeren Aufenthalt im Luftstock. Er ist hier, das ist der Grund. Er? Er ist der Herr der Vielarmigen. Er ist der Meister der Magie. Er ist die Verkörperung der Macht. Ich meine doch nicht, dass diese Angst haben für diese Kreatur, die wir im Hangar der Eisernen Stadt gesehen haben. Groß, blauer oder Mann. Große Bürger, ich habe seinen Geist empfunden. Er schwebt dich über einen schwarzen Abgrund. Brrr. Bin schon ganz anderen Lücken fertig geworden! So einfach nicht, fürchte ich. Der ein ganz anderes Kaliber, wie von. Ja, was denn, 9mm? Na was, was sagen Sie? Fem kennen Sie aus! Setzen Sie auch Teil des Plans! Müssen die Vielarmigen ihre eigenen Feste stellen! Die Gefahr ein für alle Mal zu bannen! Natürlich ist der Feind nicht dumm! Weiß sich zu verteidigen! Sie ist es fort! Pardon, wo bitte? Ah, weitermachen! Das Bollwerk stürzt im Turm! Da liegt der Schlüssel zum Sieg! Unser Feind des Heeres ist groß genug, um die stärkste Besatzung zu zerschmettern! Wir haben sie Mächtigen, sind hinter einem Mauer Blitz verborgen! Wenn sie im Mauer steht, können wir nicht hinein! Blitze springen von Elektrizität! Wisst du viele Geheimnisse des Feindes, tapfere Freunde der Lurche! Darum wird die Mauer eure Aufgabe sein! Sobald der Sinn gefallen ist, können unsere vereinigten Krieger das Fort einstürmen! Bastion scheint eben auch von einem starken elektromagnetischen Feld geschützt zu sein. Vielleicht gäbe es irgendwo einen Generator. Mit einem Regenerator kann ich leider nicht dienen. Unser Speer haben einen großen stampfenden Kasten entdeckt, der irgendwo mit dem Blitz in Verbindung zu stehen scheint. Weil nein, erzählen Sie uns von diesem Kasten. Würden Sie lieber vom Generator fahren? Meine, zu dem... Wie? Meine aus Hilfreicher! Oh, Schatz, der Kasten ist doch... Gesichtstäubchen! Wegen der komplizierten Technik. Na, ich erkläre es dir nachher etwas nicht. Durch den Kasten führt mir in dieses Gerät. Ich stehe bedauerlicherweise hinter dem Vor. Es hieße ja, du musst erst das Vor erstürmen, bevor seine Verteidigung ausschalten können. Das ist voll geplant! Allerdings! Allerdings? Gibt eine Art natürliche Hintertür! Einen kleinen Kampfabrupt-Trupp soll es gelingen, sie zu passieren oder dahinterliegende zu queren. Melde mich freiwillig! So, ja, fast schon eingeschätzt. Und diese Hintertür liegt wo? Da! In einem Vulkan? Genau sowas hatte ich geahnt. Aber liebe Freunde, kann es jetzt mittlerweile nicht mehr völlig fremd. Warum muss es gleich so anders sein? Ach. Nun kennt ihr den Plan! Ich werde den Clan? Hm? Den Vulkan! Zerstört den dampfenden Kasten! Die Mauer aus Blitzenfeld! Gebt ihr Signal und der Sieg ist so gut wie unser! Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich will meine Rache. Toll. Ich kämpfe mit Fröschen und Schlangen. Ihr kennt eure Aufgabe. Habt ihr noch Fragen? Fuck du, Vulkan. Nach allem, was ich weiß, eure feuerumschlungene enge Pfade einstellen müssen. Die Vielarmigen wissen, dass es unmöglich ist, ein großes Heer durch den Berg zu bringen. Dann habt ihr vielleicht sogar Glück und ihr auf gar keine Abwehrmaßnahmen stoßen. Der Kampf würde ich gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Schön. Nee, ich muss den Plan nicht erneut hören. Ganz sicher nicht. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Wir haben auf euer Signal! Unsere Freiheit und unsere Heimkehr hängen jetzt von eurem Geschick ab! Ich hoffe, ihr habt als brauchbare Werkzeug meiner Rache. Danke für die guten Wünsche. Oh, die Stimmen sind erschrecklich. Warum nehme ich immer solche schönen Stimmen? Was soll ich mal einen Schluck trinken? Da ist Let's Play nicht total ins Lächerliche geht. Nein, er hat nichts mehr Neues zu sagen. Das gibt doch Sinn. Da hätte man ja noch einen neuen Dialog schreiben müssen. Ha! Da war der feine Herr Entwickler wohl zu faul, was? Tja. So, ach. Dürfen nicht zu nah an das Wort geraten. Schnell weiter. Ach komm. Das nehmen wir so ein. Aber er war also in einem Vulkan. Schon wieder. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, hab's aber gleich wieder vergessen. Toll. Gut, ich kenne die Verhandlungsregeln. In die Lava fallen. Keine Unbedingt Explosion verursachen!
auf ein merkwürdiges Tier gefasst sein. Oh, sitzt ja noch. Da lassen wir uns den Feuerberg überqueren. Ach, so ganz einfach. Warte, wie komme ich da drüben hin? Schon haben wir ein Rätsel. Toll. Okay, wir gehen nicht auf diese Feuerstellen. Dann verlieren wir 10 HP. Und nochmal ein HP für die Feuersteine. Ich bin tot, bevor ich ankomme. Tot, bevor ich den ersten Gegner treffe. Zyklopen flattere. Vampir-Moment! Nee, eine üble Kreuzung von martialischen Gegnern. Gebt acht, liebe Freunde. Wer weiß, was ich gerade für Überraschungen in wohnt. Da wohnt jemand drin? Oh mein Gott, wie passt der da rein? Nein. Stampfen ist immer gut. Oh, Stampfen 2 ist natürlich noch besser, ne? Wieso habe ich das Gefühl, dass Eis das sehr effizient ist? Oh ja, Flächenschaden oder Massenschaden, wie man immer will. Feuer und Luft, ha, wer hätte es gedacht. Oh, Wasser- und Rammangriffe. Schild einäugig.